Aber man kann einen guten Strafe. Junge. Alter, der ist am Schwitzen. Da sieht man aber wirklich schon das Schweiß aus den Poren rauslaufen. Junge. Ich würde gerne mal wissen, warum deine Maus noch nicht kaputt ist wegen dem Wasserschaden. Yo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder mit Centaurus, weil der Kleine einfach cool ist. Ja, der ist nicht ohne Grund der beste Client im Shop, das muss ich auch nicht immer wieder erwähnen. Jo, wir spielen 15 Minuten QSG auf Gomme, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein bisschen länger, je nachdem. Ich schneide auf jeden Fall dieses Mal nicht so krass wie in meinen anderen Videos, dass ich da Jump Cuts mache und so weiter. Vielen Leuten gefällt der Schneidestil, manchen nicht, keine Ahnung. Aber bei so 15 Minuten Videos wird halt nicht viel geschnitten und der Typ da vorne ist auch ein anderer Centaurus-User, wird mir nur irgendwie nicht so angezeigt, deshalb... Ja, schade gelaufen. Und man kann ja eh meistens so um die Stunde mit Centaurus auf Gomme cheaten. Deshalb ist das ja ganz witzig und deshalb kann man 15 Minuten QSG auch ohne Probleme machen. Ohne dass man da irgendwo auch nur ansatzweise Angst haben müsste, dass man gebannt werden wird. Naja gut, gebannt werden wird ist erst mal ein ganz cooler deutscher Satz auf jeden Fall. Und ja, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, wenn man nicht gerade von einem Mod gebannt wird, aber... Gut, tschüss. Oh, es geht doch schon mal gut. Nicht mal eine Minute und die Runde ist fast rum. Aber gut, wir haben ja auch zwei Centaurus-User in einer Runde, da wundert mich das jetzt nicht wirklich. Warte mal, warum hitte ich den? Ich habe den doch schon als Freund geaddet. Okay, jetzt ist er als Freund geaddet, keine Ahnung. What the f... Das nervt gerade ein bisschen, dieser Gang. Auch trotz No-Cop-Web. Mein Skin. Mein Skin, sagst du? Nicht mein Kill. Ach ja. Oh, er wehrt sich nicht. Sehr freundlich von ihm auf jeden Fall. Der Centaurus-User schreibt ihn einfach so, kennst du Haze, also von wegen, ist ein Keck, oder? Er schreibt, ja, macht nur illegale Sachen. Ja, ich mache immer nur illegale Sachen, wie zum Beispiel Minecraft hacken. Das Illegalste in Deutschland. Das ist eigentlich schon krass, dass ich noch nicht die Todesstrafe bekommen habe. Ist halt trotzdem leider so, dass man immer so 5 Minuten warten muss, bis wieder eine QSG-Runde aufgeht. Deshalb gucke ich mir mal jetzt zwischendurch Videos an oder unterhalte mich tatsächlich im Minecraft-Chat. Das ist schon wirklich ein sehr langweiliger Lifestyle gerade, aber naja. Es lässt sich auf jeden Fall machen. Mit ein bisschen Videos zwischendurch gucken, ist auch ganz in Ordnung. Oh, der hat verdammt gutes Equipment bekommen. Das möchten wir natürlich nicht direkt ankämpfen hier. Achso, ich frage mich immer, warum die Kisten direkt geschlossen werden, aber ist ja richtig, dass sie geschlossen werden. Ich vergesse es nur immer wieder. Oh, haben wir unsere Hose auch schon, sehr schön. Oh, meine Kills, dankeschön. Wirklich sehr freundlich. Den Hexer nehmen wir direkt auch noch mit, würde ich sagen. Schöner Name auf jeden Fall. Hallo, mein Minecraft-Freund. Hast unnormal Bock? Habe ich nämlich auch so verstanden. Ja, Bauernbot wird eh die Reste okay. Dann strafe er halt genau in der Sekunde, wo ich immer abschieße. Muss ich mich halt einfach damit abfinden, dass ich schlecht bin, oder? So. Komm, noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Hallo? Okay. Möchtest du jetzt mal kämpfen? Oder eher nicht? Ich glaube, der möchte... Hey, nee, das ist mein Kill. Gemeinheit. Ach, Mann. Okay, ich hab... Es sind noch Leute am Leben, okay. Jetzt mal wieder meine Kill-Reihe ausschalten, beziehungsweise meinen Client-Friends wieder anschalten. Oder nee, meinen No-Friends ausmachen. So war's. Entschuldigung. Und das ist auch schon der Letzte. Knechtgrafter. Alter. Das ist echt noch 10-mal mehr Aids als Minecraft. Oh. Venom ist offline, also der andere Centaurus-User. Er wurde tatsächlich nicht gebannt. Er ist ja auch aus dem Client offline. Keine Ahnung, aber anscheinend müssen wir jetzt alleine weiterspielen. Es ging tatsächlich mal ein bisschen schneller mit der Runde, weil gerade irgendwie nebenbei wieder eine Teamrunde langsam aufging und ja. Übrigens, ein paar Leute beschweren sich über den Schnittstil, manche nicht. Ihr könnt mir mal nochmal unter dem Video hier genau schreiben, ob ihr es jetzt letztendlich besser oder schlechter findet. Ich finde es teilweise besser. Ich habe jetzt in manchen Videos nur so meine Atempausen rausgeschnitten. Manchmal habe ich auch Pausen rausgeschnitten, wo ich einfach insgesamt nicht viel geredet habe oder mir das Commentary nicht gefallen hat. Ich kann von mir aus auch wieder 100% ungeschnittene Videos machen.
mir ist das relativ geil, für mich ist das letztendlich weniger Arbeit. Ich dachte nur, es gefällt euch so besser. Und unter dem ersten Video, wo ich das mal wieder gezeigt hatte mit dem neuen Schneidestil, beziehungsweise mit, halt mit diesen Jump Cuts, hat auch direkt ein Typ geschrieben, dass es ihm total gut gefällt und die Runde nehme ich mit rein, weil ich selber schuld bin an meinem Tod und nicht der Client. Ein weiterer Grund, warum ich den Tod gerade auch drin gelassen habe, ist ja, in 15 Minuten Videos geht es ja eigentlich schon darum, dass man 15 Minuten einfach zeigt, was man in 15 Minuten macht. Und deshalb, ja, es ist natürlich auch sinnvoll, dass ich mal einen Tod drin lasse. So, was heißt mal? Ich würde dann tatsächlich alle drin lassen. So. Dann könnt ihr natürlich auch mal sehen, wie erfolgreich man als Minecraft-Cheater hier auf Gnome HD unterwegs ist. Oder ob das nicht so ist, wie man sich das denkt, oder ob es besser ist. Und tschüss, Minecraft-Freund. Schön, dich gekannt zu haben. Oder nein, der Knecht-Graf da ist wieder gestorben. Ich wollte ihn noch holen. Wirklich sehr gemein von dir. Egal, dafür wirst du jetzt schön outranged und geklatscht. Danke für dein Equipment. Wirklich sehr freundlich von dir, Inventory Cleaner. Kann ich auch mal kurz deine Arbeit machen lassen. Und dann gehen wir hier weiter. Den Roster holen. Den kennen wir auch schon aus unseren anderen Runden. Oh, ne, der ist gerade am Kämpfen. Überlebt er? Ne, er überlebt nicht. Okay. Da sind auch schon die letzten beiden. Würde ich sagen, beides meins, oder? Ja, würde ich nämlich auch behaupten. Irgendwie haben die ein bisschen was am Blocking verändert auf Gomme. Ich glaube nicht. Es würde mich krass wundern, aber ich werde gerade immer am Anfang ein bisschen mehr geflaggt als sonst. Aber keine Ahnung, funktioniert ja trotzdem und wird auch nicht zu Autobahns führen. Von daher ist das jetzt nicht so krass schlimm, finde ich. Tschüss. Nochmal tschüss. Okay, leider zweiter Hit ging dann doch nicht durch. Hat man sich wieder zu viel gewünscht. Oder schreibt dann L. Das ist auf jeden Fall cool. Muss man respektieren so. Ja. Und wird er Bow-Spam? Ja, doch, das wird er machen, aber das ist ja egal, weil er ist Slowlife und er macht eh nichts mehr in seinem Leben. Ah, schade gelaufen. Wirklich arg belastend. Arg belastend. Da sind wir dann jetzt auch schon in der nächsten Runde. Wir sind gerade ungefähr bei 7 Minuten. Läuft ja schon mal gut. Und es sind echt verdammt viele Leute mit BAC-Client dieses Mal in der Runde. Mal gucken, wie es laufen wird. Wir müssen eigentlich ja erstmal nur eine gute Kiste bekommen. Das ist keine gute Kiste. Das war einigermaßen okay, weil wir wenigstens eine Holzaxt jetzt haben. Tschüss, 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 tschüss. Danke. Danke für dein Schwert, Bruder. XX-Kuschliger. Ach Gott. Bruder. Also wenn der im echten Leben nicht ein bisschen gay ist, dann weiß ich ja auch nicht so. Ich meine, keine Offensive so. Aber ich sag's ja nur. Dankeschön. Danke. Sehr freundlich. Steinschwert nehme ich immer. Und beide Kills hier drüben nehme ich auch immer gerne. Oder auch nicht, schade. War aber knapp, hätten wir fast bekommen. Aber auch nur fast, man kann anscheinend ja nicht immer alles im Leben haben. Aber man kann einen guten Strafe... Junge, Alter, der ist am Schwitzen. Da sieht man aber wirklich schon das Schweiß aus den Poren rauslaufen. Junge, das ist echt krass. Kann man nicht anders sagen. Respekt auf jeden Fall an dich. Ich würde gerne mal wissen, warum deine Maus noch nicht kaputt ist wegen dem Wasserschaden. No joke. Deshalb kämpfen wir auch jetzt gerade erstmal nicht mehr mit dem, weil absolut keine Lust, weil warum sollte man sich damit abgeben, ganz ehrlich. Macht nicht wirklich Sinn. Komm, bitte. Trau dich doch, mein Freund. Ich habe dir doch noch gar nichts getan, bis jetzt. Wir warten einfach mal kurz aufs Deathmatch. Oder nee. Aufs Deathmatch warten, Alter. Okay, er hätte mich gerade eigentlich so extremst gut holen können, aber naja, schade für ihn gelaufen an der Stelle. Wenn er sich dagegen entscheidet, ist das auch nicht meine Sache. Und dann, ach komm, was soll das denn hier? Oh, direkt gehittet mit dem Brainbot, sehr schön, so muss das. Hätte ich nicht Ping-Probleme, glaube ich, würde dieser Brainbot ja viel besser funktionieren, aber gut. Ah, er wurde geflaggt als Legit, das sehe ich doch immer wirklich echt gerne. Boymod. Los, Boymod. Ah, Ehrenboymod. Dankeschön. So muss das funktionieren. Und das, obwohl ich ein Video am Hochladen bin. Ah, wenn mein Ping halt einfach so 0 MS, wie die meisten Schwitzer aufkomme, dann würde ich halt wirklich jeden Schuss mit dem Boymod wahrscheinlich treffen. Ah, und du triffst trotzdem keinen Schuss wegen unserem Strafe Speed. Wirklich sehr... Oh, der hackt. Okay, wir haben aber trotzdem gewonnen.
Da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wir haben jetzt tatsächlich wieder Venom bei uns. Und jetzt können wir ihn auch endlich mal als Centaurus-User sehen. Ist doch auch mal was Schickes. Und die Runde ist sogar relativ voll. 14 von 20 geht auf jeden Fall klar, dafür, dass QSG sozusagen ausgestorben ist. Ich würde sagen, wir holen uns die Kiste da oben. Wenn da kein Schwert drin ist, springen wir einfach runter. Haben ja eh unsere No-Fall. Übrigens auch schön, wie Venom direkt neben uns gespawnt ist. Nehme ich auf jeden Fall. Hi. Danke für dein Equipment. Wirklich sehr freundlich von dir. Alter, kann ich mal aufhören, geflaggt zu werden? Dankeschön. Wäre wirklich sehr freundlich von dir, Server. Hallo. Möchtest auch mal kämpfen oder eher nicht so? Okay, er hatte sogar ein Schwert. Entscheidet sich aber dagegen zu kämpfen. Gut, kann man ja mal... Okay, er springt einfach runter. Ich dachte so, der hackt vielleicht. Könnte man hinterher springen. Aber ne, der ist einfach so in seinen Tod gesprungen. Cool. Einfach nur nice auf jeden Fall. Komm, geh down. Du geh down, habe ich gesagt. Hey, kannst du aufhören? Tschüss. Oh, er hat es tatsächlich sogar geschafft. Okay, krass. Hi. Oh, Killaura wieder antoggeln wäre ganz schlau. Aber schön, wie er denkt, er könnte so escapen und wird dann trotzdem einfach noch durch uns geholt, weil wir mit No-Fall hinterher springen. Schon irgendwie witzig. So, da hinten sind auch schon die nächsten Gegner. Das ist doch sehr schön. Ich wollte mich gerade beschweren, dass ich keine Gegner mehr finde. Und das ist unser Kill. Und, hallo? Okay, das mit dem Essen berechnet der Boy-Bot nicht ein. Das sage ich ihm, glaube ich, gleich mal. Dass, wenn man Item-Slowdown hat, dass er das mit einberechnen soll. Und der hätte uns fast getötet. Der war auch wieder am Hacken. Der hat aber auch ein Eisenschwert. Deshalb wundert mich das nicht, dass der uns gerade fast geholt hätte. Krass auf jeden Fall. Und so ein Fast, der es könnte... Jan auch mal adden, so fällt mir gerade mal ein, wenn ich hier das so mit dem Speed und den Half-Slaps sehe. Ihr seht ja, dass ich, wenn ich das richtig mache, ich nicht dafür geflaggt werde. Und das sollte Centaurus eigentlich schon als bester Client im Shop haben, finde ich. Werde ich ihm auf jeden Fall gleich mal beides schreiben, das mit dem Bowenboard und das mit dem Fast-Stairs. Ist auf jeden Fall schon beides was mir wichtig wäre für den Client noch, bevor er so ganz perfekt ist. Und der letzte ist tatsächlich sogar der Centaurus-User. Also wird es ein schönes Hacker 1 gegen 1. Jo. Er sieht mich dieses Mal wahrscheinlich nicht. Deshalb fragt er. TNT? Fragezeichen. Möchte er? Möchte er? Ja, ich hab. Zieh Rüstung aus. So. Ups. Ah, egal, wir werden eh an einem TNT sterben. Lol, ich habe tatsächlich sogar gewonnen, trotz Lowlife. GG. So, da sind wir jetzt nach Jahren in der letzten Runde tatsächlich. Es hat mich wirklich bestimmt 10 Minuten gebraucht, bis wir in diese Runde kommen. Höchstwahrscheinlich, weil viele Leute jetzt auch schon meinen Namen kennen und so weiter. Und ich hatte diesen Spawn auf dieser Map noch nie. Oh, ich bin auf dem Schiff. Okay, krass. Krass auf jeden Fall. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ist noch... Alter, wie schnell die Leute sterben. Ich krieg gar nichts. Ich krieg überhaupt gar nichts. Aber den da vorne kriegen wir. Das ist schönes Equipment für uns, was ich mir jetzt genehmigen werde. Ich hoffe, das stört dich auch an der Stelle nicht. Komm, dann töten wir den halt als erstes. Ist mir auch vollkommen egal. Töten wir beide auf jeden Fall. Oh Junge, der hatte einen goldenen Apfel, glaube ich, Intos. Der hatte keinen Kill gemacht. Oh, einen goldenen Apfel. Nehme ich natürlich auch mal direkt, weil warum nicht, sind eh nur noch 5 Spieler left. Und wenn wir gut spielen, kriegen wir ja eh keinen Hit von den Gegnern. Eins von den beiden Steinschwertern würde ich auf jeden Fall nehmen von euch beiden. Danke der Nachfrage so. Oh, und wieder 9 goldenen Apfel. genau so muss das laufen eigentlich und nicht anders. Die Runde ist zu kurz. Ich brauche gleich noch eine Runde oder was? Oh scheiße. Oh scheiße. Okay, tatsächlich wurden wir von einem Hacker geholt. Aber da es ja 15 Minuten QSG ist, werde ich das jetzt einfach mal drin lassen. Das sah mir aber stark nach Centaurus auch aus, also wundert es mich nicht, dass er gewonnen hat. Gut, ich denke mal, das sollten jetzt 15 Minuten sein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Und der Client ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Der Hacker hat tatsächlich auch jetzt gewonnen. Das ist doch auch sehr schön. Wissen wir wenigstens, dass Hacker trotzdem gewonnen haben. Ach ja, einfach nur nice. Wie gesagt, der Client ist in der Beschreibung verlinkt. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.